Uns alle verbindet ein was, und das ist die Faszination hinter den Videospielen. Manche schaut man an und legt sie innerhalb von 34 Nanosekunden wieder weg, weil sie hässlich aussehen, eine blöde Steuerung besitzen oder uns schlichtweg keinen Spaß machen. Wiederum andere ziehen uns so in ihren Bann, dass wir sie gefühlt jedes Jahr einmal ausgraben, um sie erneut zu erleben. Und genau um diese Art von Spielen soll es heute gehen, und so stelle ich euch die meiner Meinung nach besten Videospiele vor. Bevor es jedoch losgeht, möchte ich nur mal anmerken, dass ich mich momentan noch von einer Erkältung erhole und deshalb meine Stimme ein wenig anders klingen könnte. Und um direkt dem Videotitel gerecht zu werden, starten wir natürlich mit etwas Kontroversem. Es gab eine Zeit, da habe ich die Sonic-Spiele wirklich geliebt. Diese Euphorie verflog dann jedoch nach einiger Zeit und einigen wirklich schlechten Spielen. Aber darum soll es heute nicht gehen, denn Platz 10 geht an mein liebstes Sonic-Spiel, nämlich Sonic Unleashed. Ein von der Presse und einigen Fans eher negativ aufgenommenes Spiel aufgrund der vielen und langen Nachtpassagen. Während man am Tag durch Wüstenlandschaften, wunderschöne Städte und eisige Gletscher rast, bekämpft man mit dem Wehrigel und seinen elastischen Armen verschiedene Kreaturen und Roboter. Besonders der Nachtabschnitt kann sich jedoch ziemlich in die Länge ziehen, weil diese Level doch gut und gerne mal 20 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen, die Taglevel aber in unter 5 Minuten geschafft werden können. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum viele von dem Spiel abgeschreckt wurden, aber ich mochte sowohl die schnellen Taglevel als auch die kämpferischen Nachtlevel. Perfekt ist das Spiel aber wirklich nicht. Vor allem auf der PS3 kam es immer wieder zu Frame Drops, besonders das Medaillensystem wurde am Ende ganz schön anstrengend, weil man ältere Level nochmals durchsuchen musste. Trotzdem hatte und habe ich immer noch viel Spaß mit dem Igel und dem Wehrigel. Vielleicht kommt auf der Liste auch noch ein Grund warum. Dieses kleine Indie-Spiel hier kennt wahrscheinlich fast gar keiner, oder die, die es kennen, waren bei mir im Stream dabei. In Killer Frequency spielt man einen Radiomoderator, welcher einer kleinen Stadt eine Nacht lang vor einem Mörder beschützen muss. Das Problem ist nur, dass man nur über den Radiosender mit den momentanen Opfern kommunizieren kann. Man selber entscheidet also, wie viele Leute umgebracht werden. Währenddessen erfüllt man aber immer noch seinen Job beim Radio und spielt Songs ein und nimmt noch andere Anrufe entgegen. Wer jetzt aber denkt, das Spiel spielt sich nur in der doch großen Kabine ab, liegt falsch, denn man muss gezwungenermaßen auch nach draußen. Viel mehr möchte ich aber auch nicht verraten, da das Spiel wirklich nicht besonders lang ist. Also gebe ich euch die Möglichkeit, es entweder selber zu spielen oder auf meinem Twitch-Account vorbeizuschauen, denn da werde ich Killer Frequency demnächst auch wieder starten. Eins sei aber gesagt, das Konzept ist einfach genial. Zur folgenden Spielereihe gibt es gefühlt nur zwei Meinungen. Entweder man mag den zweiten Teil oder den dritten Teil. Der erste Teil wird von vielen gar nicht beachtet. Jedoch muss ich sagen, dass mir Budokai Tenkaichi 2 mehr gefällt als Budokai Tenkaichi 3. Und eigentlich liegt das nur an einem Punkt, nämlich dem Story-Modus. Dieser ist mir beim dritten Teil der Reihe einfach zu kurz und kompakt gehalten und lässt elementare Kämpfe sogar aus. In Tenkaichi 2 spielt man so gut wie jeden Kampf der Dragon Ball Z-Geschichte. Egal ob die normalen Sagen, Filme oder die GT-Geschichte. Alles ist dabei, inklusive ein paar Was-wäre-wenn-Sagen. Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Das Kampfsystem ist genauso simpel wie genial, die Attacken fühlen sich wuchtig an und genügend Charaktere gibt es auch. Wer jedoch noch mehr Moves, noch mehr Charaktere, aber eine kompaktere Story möchte, der greift zum dritten Teil. Ich bleibe jedoch bei Budokai Tenkaichi 2. Ebenfalls ein Indie-Spiel, ebenfalls im Stream durchgespielt und ebenfalls auf dieser Liste ist Inscription. Ich mag ja Kartenspiele, besonders Yu-Gi-Oh! Habe ich damals unheimlich viel gespielt und irgendwie bekomme ich jedes Mal Flashbacks, wenn ich Inscription spiele. Es ist ein Kartenspiel, es gibt Angriffspunkte, Verteidigungspunkte, Lebenspunkte und die später eingeführten Fähigkeiten bringen noch eine gewisse Würze ins Spiel. Zudem wird es nie langweilig, weil das Spiel in 4 Akte aufgeteilt ist, welche sich alle optisch und spielerisch voneinander unterscheiden. Es gibt sogar einige Stellen, wo die vierte Wand durchbrochen wird und das macht das Spiel auf eine so geniale Art und Weise, dass ich gar nicht weiß, wie ich es beschreiben soll. Die Story ist übrigens ziemlich komplex und verwirrend. Von einem Spielehersteller, welcher Dreck am Stecken hat, über Videospielcharaktere, die auf einmal ein Eigenleben entwickeln, bis hin zu alten deutschen Kartenspielen.
Wer sich damit mal befassen möchte, dem empfehle ich, sich die Videos von Game Theory dazu anzugucken. Das frisst zwar etwas Zeit, aber lohnt sich wirklich. Nun folgt mein zweitbestes Spiel aus dem Jahre 2023. Und das liegt nicht daran, dass es in diesem Jahr rauskam, sondern eher daran, dass ich Undertale erst im Dezember letzten Jahres das erste Mal erleben durfte. Und was soll ich sagen, ich hab es direkt ins Herz geschlossen. Easter Egg nach Easter Egg. Charaktere, die besser nicht geschrieben werden können. Die ganzen Plot-Twists und natürlich der schwerste Bosskampf ever. Ich mag es gar nicht als Spiel bezeichnen, sondern eher als Erlebnis oder Reise. Eine Reise, die immer unterschiedlich enden kann und in welcher man Stunden investieren kann, um alles zu sehen, alles auszuprobieren und alles zu schaffen, was es gibt. Um ehrlich zu sein, sollte Undertale eigentlich das perfekte Spiel für mich sein, weil ich es einfach liebe, alles auszuprobieren und jeden Weg zu gehen. Wie weit kann ich gehen und was muss ich machen, um mich mit allen anzufreunden? Zu sehen, wie auf alle Aktionen von mir reagiert wird, ist einfach nur fantastisch. Nun kommt ein Spiel, was mich mein Leben lang geprägt hat und mit dem das alles hier eigentlich begann. Until Dawn. Vorweg sei gesagt, das Spiel ist voll mit Klischees und Teenager-Humor und was es nicht alles gibt. Jedoch hat mich Until Dawn mit meinen damals natürlich 18 Jahren in die Welt des Schmetterling-Effekts und des Horrors eingeführt und dafür muss es einfach auf diese Liste. Ich meine, seitdem gibt es zu jedem Spiel der Entwickler einen Dual-Stream mit meinem Kollegen Kit, welcher absolut kein Horror-Fan ist, aber das macht es auch so spaßig. In diesem Spiel habe ich tatsächlich alles erreicht, was es so gibt. Ich habe meine allererste Platin-Trophäe geholt und habe damals so gut wie alle Entscheidungen und ihre Auswirkungen gesehen. Was passiert, wenn ich hier rechts gehe und dann nach oben? Was passiert aber, wenn ich davor das und das gesagt habe? Was passiert jedoch, wenn ich ganz am Anfang den Klodeckel nicht runtergemacht habe? Solche Fragen schwirren mir bei solchen Spielen immer durch den Kopf und bei Until Dawn ganz besonders. Ich hätte mir gerne noch eine Fortsetzung gewünscht, aber die Entwickler haben mit The Quarry eine andere Geschichte erzählt, in die ich eigentlich auch mal wieder reinschauen sollte. Gerade noch Platz 2 und jetzt schon mein bestes Spiel aus 2023. Und wie auch bei Undertale kam The Last of Us auch nicht letztes Jahr raus, sondern es stand sehr, sehr lange auf meiner Liste und im Oktober habe ich es dann auch endlich mal gespielt. Das Spiel ist einfach nur fantastisch. Es ist zwar nicht alles logisch, aber das muss es auch nicht, um ein atemberaubendes Spielerlebnis zu erzeugen. Während ich The Last of Us gespielt habe, habe ich immer weiter verstanden, warum die Leute dieses Spiel so feiern. Die gesamte Landschaft ist einfach schön. Dabei ist es egal, ob man in einer zerklüfteten Stadt unterwegs ist, an einer Universität mit freilaufenden Affen ankommt, in unterirdischen Tunneln versucht zu überleben oder auf einer Wiese Giraffe streichelt. Geprägt wird The Last of Us aber immer noch von den Kämpfen. Wenn einem 6 Runner entgegensprinten oder man in einer U-Bahn-Station auf einmal mit dutzenden Klickern konfrontiert wird, geht einem wirklich die Pumpe. Besonders mit den Klickern hatte ich meinen Spaß, weil diese Taktik erfordert. Sie sind zwar blind, nehmen dafür aber ihre Umgebung wie Fledermäuse wahr. Die beste Option ist also Schleichen, aber das bedeutet nicht einfach ducken und weiter geht's. Nein, man muss tatsächlich mit der Geschwindigkeit variieren, je nachdem wie nah diese an einem dran sind. Diese Detailverliebtheit zieht sich durch das gesamte Spiel und das macht Part 1 so gut. Part 2 werde ich jedoch wahrscheinlich nie spielen, weil ich gehört habe, dass vieles, was Part 1 so gut gemacht hat, in Part 2 einfach verworfen wurde. Und wieder wird es kontrovers. Nicht etwa, weil ich ein Blockbuster-Game wie The Last of Us hinter einem Pokémon-Spiel ranke, sondern eher, weil ich eine zumindest damals sehr umstrittene Generation hier aufs Treppchen setze. Entweder man liebt die Schwarz- und Weiß-Spiele oder man hasst sie. Ich glaube, ich muss nicht erzählen, wie es bei mir ist. Ich liebe einfach die gesamte fünfte Generation. Und somit ist Schwarz 2 auch mein liebstes Pokémon-Spiel aller Zeiten. Die Region, die Pokémon, die Arena-Leiter, die Top 4, der Champ, der Rivale, das böse Team, alles passt perfekt zusammen. Doch am allermeisten liebe ich das Pokémon World Tournament, kurz PWT. Denn dort kann man in einem Turniermodus gegen alte Arenaleiter und Champs aus Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh und Einal antreten. Und besonders die Champs haben es dann in sich. Ich mochte es sogar in Pokéwood meine eigenen Filme zu drehen.
klar, für viele gehört sowas nicht in ein Pokémon-Spiel, aber für mich war es sehr amüsant, nach einem Skript zu kämpfen. Somit ist es mittlerweile Tradition, dieses Spiel einmal im Jahr durchzuspielen. Und je nachdem, wie viel Lust ich habe, kann ich mich im Postgame, im PvT oder in der schwarzen Stadt austoben. Und falls die Frage aufkommen sollte, ja, ich freue mich auf die Remakes der 5. Generation, falls sie demnächst kommen sollten. Was, der Funmake spricht wieder über Monster Hunter? Ja, tut mir leid, aber es ist einfach meine Lieblingsspielereihe. Hätte ich diese Liste vor 2 Jahren gemacht, wären zwar 90% der Liste gar nicht so zustande gekommen, aber wäre auch Monster Hunter Tri Ultimate auf diesem Platz gelandet. Jedoch hat Rise und das DLC Sunbreak sich nun diesen Platz ergattern können. Und das, obwohl mein Lieblingsmonster Brachydios nicht dabei ist. Und das soll schon was heißen. Es ist einfach schön zu sehen, wie sich die Reihe entwickelt hat. Während früher noch alles sehr träge war und man seine Angriffe nahezu perfekt abstimmen musste, ist man heutzutage mit den Seilkäfern und neuen Moves sehr flink unterwegs. Komplette Movesets können jetzt erstellt werden, um sie auf das jeweilige Monster abstimmen zu können. Aber nicht nur die Jäger haben sich entwickelt, auch die Monster können ordentlich austeilen. Klar, Urgesteine wie Rassian und Rathalos sieht man an, dass sie noch den Großteil des alten Movesets besitzen, aber neue Kandidaten wie zum Beispiel Magnamalo machen 3 Räder, 4 Überschläge und 2 Todessprünge, bevor sie vor deiner Nase explodieren. Wenn man da nicht zum richtigen Zeitpunkt noch einen Rettungssprung ausführen kann oder einen Seilkäfer auf Lager hat, wacht man ganz schnell an der Vorratskiste wieder auf. Und eins muss ich noch sagen, in Sachen DLCs ist Monster Hunter wirklich unschlagbar. Man bezahlt zwar nochmal ca. 30 Euro, aber bekommt dafür Content, welcher fast an das eigentliche Spiel rankommt. Und das in der heutigen Zeit. Dafür kann man nur noch seinen imaginären Hut vorziehen. Auf dem ersten Platz musste ich mich zwischen 2 Spielen der gleichen Reihe entscheiden. Und für viele wahrscheinlich eine Überraschung, wie diese komplette Liste, aber entschieden habe ich mich am Ende für die emotionale Reise aus Life is Strange True Colors. Dabei sind Emotionen eigentlich ein gutes Stichwort. Nicht nur bin ich allgemein eine sehr emotionale Person, sondern spielt True Colors auch mit diesen. Unsere Hauptcharakterin Alex kann nämlich die Emotionen anderer Menschen in Form von Auren sehen. Neben den Geschehnissen in der kleinen Bergstadt wird man auch mit der tragischen Geschichte von ihr konfrontiert. Ich versuche einfach mal zu erklären, was ich erlebt habe. Ich habe mich so gefühlt, als könnte ich mit Alex den Platz tauschen. Wohlmöglich, weil ihre Geschichte gar nicht so weit entfernt von meiner ist. Zumindest hat mir das auf tragische Art und Weise geholfen, mich in sie hineinzuversetzen. Ich hatte Angst, Dinge falsch zu machen. Ich habe geweint, ich habe gebrodelt vor Wut, aber ich habe auch gelacht. Jedoch besitzt True Colors den für mich traurigsten Moment in meiner Videospielgeschichte. Einem 20-jährigen Mädchen, welche aufgrund von Verlusten und Trauer ihre eigene Vergangenheit in Gedanken verändert hat, wird durch ihr eigenes Gewissen daran erinnert, was wirklich passierte. Episode 5 hat es wirklich in sich, und auch wenn das hier alles extrem Debri klingt gerade, glaub mir, es gibt auch schöne und lustige Momente. Mit so einem intensiven Erlebnis bleibt mir schon nichts anderes übrig, als Life is Strange True Colors mit einem doch guten Abstand als das meiner Meinung nach beste Spiel aller Zeiten zu betiteln. Ich hoffe, ich habe mit den Spielen oder ihren Plätzen auf meiner Liste niemanden verärgert, und wenn doch, dann war das wirklich keine Absicht. Es ist immer schwierig, solche Listen zu erstellen und zu versuchen, jeden irgendwie glücklich zu machen. Deswegen sage ich es jetzt nochmal. Das alles gerade war meine objektive Meinung. Was ist euer Lieblingsspiel? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und dann können wir wieder ein bisschen drüber diskutieren. Ihr könnt außerdem auch gerne Vorschläge für weitere Listen oder allgemein Videos unten reinschreiben. Und wer weiß, vielleicht kann ich ja zu eurem Thema ein bisschen was erzählen. Auf dem Weg dorthin könnt ihr gerne noch ein Like und ein Abo dalassen, wenn ihr sagt, hey, der Typ da ist ganz cool, den möchte ich unterstützen. Und wenn nicht, dann ein Dislike, damit ich weiß, dass ich was ändern sollte. Wie dem auch sei, wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaften Tag und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.